Passender Waffe würde schon. Ja, einfach alle erschießen, du hast recht. Die haben doch bestimmt auch mehr Geld, als ich krieg, oder? Ja, bin ich. Okay. Komm, Rinder. Da ist ja noch niemand. Ah, da. Okay. Sag mal, fährst du noch langsamer, bitte? Das ist mir zu schnell. Ich ja, also. Puh. Erstmal messen. 5110. Danke. In Illich. Wie steht es denn in Illich? In Illich, Willisch? Ja, oder? Ja, ja, okay. Licht an hilft. Hallo, bitte steigen Sie aus. Also was haben wir jetzt? 53 Kagast haben XLY fehlende eine Stoßstange. Warte, es ist... Okay. Also der Odon hat ja. Odon hat ja, Odon hat ja, Odon hat ja. Der Odon hat ja. Also Odon wären mir lieber, aber der hat ja. Oh. Ein Kennzeichen hinten. Danke, Löcker. Also das Bild. Warte, Foto, Foto. Klar passt das Foto, wenn ich gucke. Ist ja klar. Also, 19. Mai, 11. Dezember. Wie alt sind wir denn? 31, sehr schön. 2Q52, 2E7X. Passt. Toilette, Gasherd. Warte mal. Ich muss kurz die Bestimmungen studieren. Lebensmittel 6, Haushaltsgeräte 3, Chemikalien 4. Okay, hast du Glück gehabt. Aber du bist ja kein Schmuggler. Ne? Hallo. Du bist ja ein Guten, ne? Darf der so viel Zement? Also. Irgendwie. 9 Zement, ja. Toilette 1. Das sind nur Materialien, das geht. Gasherd 2. Reinigungsmittel 1 und radioaktive Materialien 1. Ja, das sieht gut aus. Konkurrenzklar, das hat nein. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Die passt alles. Die Autos, die Reifen passen, meine ich. Ja, das passt alles. Keine Schlange nirgendwo. Nein, nein. Ist hier noch eine Schlange? Wo? Nee, nee. Alles gut. Alles schön. Hier, sehr schön, sehr schön. Das sieht alles gut aus. Ja, ja. Also, ich glaube, der darf durch. Ja, sehr schön. Also, für mich bist du durch. Aber ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Es ging zu einfach. Gut, und mit drin wären jetzt wirklich geil. Ja, ne? Perfekt. Na dann. War wirklich so einfach. Okay. Hallo! Das ist ja nicht, ne? Also, der Bart... Also, jetzt mal unabhängig von dem Bart, ne? Also, der Bart muss wahrscheinlich auch stimmen, richtig? Der muss genau 1:1 so aussehen wie auf dem Bild, richtig? Das ist nicht wie im echten Leben so, ja, mal hast du den Bart rasiert, mal nicht. Aber auch unabhängig vom Bart sieht der anders aus, ne? Der hat viel aggressivere Augenbrauen eher hier. Da hast du nochmal Glück gehabt. CF38, sehr schön. Hisham Ghul. Hisham Ghul. Hisham Ghul. Hisham Ghul. Zagr 53. Irgendwann kann ich die auswendig. Zagr 53. Das passt. Sehr schön. Bnl. Bnl. 3843. 3843. Ist nicht richtig. N. Kennzeichennummer. Falsch. Das Passwort wurde abrasiert. Hm. Wow.
Zu viel. Gewicht. Oh. Ist doch fast Sommer. Du musst doch mal, also, naja. So. Einmal Kohle. Ja, das ist jetzt also blöd für dich, ne? Also, Spiegel, sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, warte kurz. Ja, das sieht doch, also, sieht fein aus. Alles gut. Aber du darfst halt trotzdem nicht, ne? So, habe ich alles? Ich meine, ja, das wird schon passen, oder? Ja, das passt schon. Ja, Jamie. Ja, was soll ich machen? Nieta. Nieta. Upsili. Upsili. War das richtig? Perfekt. Oh. Okay, also wir haben noch vier Stoßstange 1, XLY, 53 und Kagast haben. Aha. Hallo, gehen Sie doch schon mal raus, ne? Ist der Anzug, ich sag's euch. Ein Gratzduck. Ein Gratzduck. Ja. Das passt. Ich bin so schockiert von dir. Das geht gar nicht. Ist abgelaufen. Eieiei. 7, 6, 11. Oh, ist auch falsch. Boris Kukin? Boris Kulkin? Oh mein Gott, ist eigentlich überhaupt irgendwas richtig bei dir? Wieso ist das Auto von dem einen eigentlich so schwer gewesen? Er hatte nicht mal Ladung drauf. Ist ein Deutscher. Falschen Pass, kein Verhaftungsgrund. Nee, nee, wir sind nett. Also, wir sind nur, wenn... Was? Wir sind nur böse, wenn er keine Steuern zahlen will. Alles andere interessiert uns nicht. Also wir haben ja nichts davon. Da hat er doch einen Haufen Kohle drauf. Ach, stimmt, ja, stimmt. Der hatte Kohle dabei. Ja, hast recht. Ach so, ich brauche... das da? Ja. Ja, dann zahl halt mal Geld. Was ist das? Auch Waffen, ach so. Ja. Ich kann... So. Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt was drauf sein kann. Oder der Kasten. Also komm, das war jetzt schon ein bisschen billig, das da zu verstecken, ne? Also. Nix. Ist da hinter dem Sitz was? Ich weiß ja jetzt, wie das funktioniert. Nein, gut. Okay, ist hier irgendwo was? Am Sitz selbst? Nein. Gibt's ja nicht. Also, nee, ne? Naja, gut. War das alles? So, haben Sie noch mehr von den Waffen? Buletten. Schlaf gut, Lurker. Träum was Schönes. Eine große Peng-Peng im VOD. Okay, ich versuch's. Lurker ist so vorbildlich, was seine Schlafzeiten angeht. Ich bin ein bisschen neidisch. So. Was ist das? Das sieht aber kaputt aus. Naja, gut. Es ist nicht mein Bier. Oder so. Naja, Sir, Sie sind jetzt verhaftet. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit dir zu befassen.
Eigentlich gerade Fallschaufeln. Finde ich auch. Kann mal jemand die Türen zumachen? Du hast einen Fluchtplan. Ich kann dich auch gleich abschlachten. Ich bin da nicht so. Weg. Mach den Unrat. Bitte. Trag ihn weg. Ihn fort. Auf dass er aus meinen Augen verschwinde. Gut, wir haben jetzt noch Kagastam 53 und eine fehlende Stoßstange. Fehlt da ein Stoß? Danke. Das bist aber nicht du. Nee, das bist nicht du. Nee. Ein Zarvet. Das ist kein Zarvet. Ihm fehlt aber trotzdem eine Stoßstange. Was mache ich, wenn das Auto nicht stimmt? Also, hä? Naja, gut. 1290, okay. Also A, J, Y. 4958, Spiegel fehlt übrigens auch. Nur mal so. Reifen. Weißt du, Sir? Also, das ist ein bisschen, also dreist, was sie hier machen, ne? Neue Aufträge. Hä? Ein Anruf? Ich kann noch nicht! Stopp, ich bin noch nicht fertig mit dem! Hisham Wahib. Ich mache jetzt mal schnell. Nicht, dass da jemand auflegt. 9. Mai, das ist aber gerade so noch. Wie alt sind wir denn? 53. Nein! Bist du Schmuggler? Bist du Schmuggler? Du bist aber kein Schmuggler, oder? Nur weil du 53 bist? Ich meine, dein Alter, also das, was hat es denn mit dem Alter zu tun? Ich meine, also jeder kann Schmuggler sein, egal wie alt er ist. Und also du, also nicht jeder, der 53 ist, muss Schmuggler sein, richtig? Richtig, geh raus da. Bist du Schmuggler? Oh nein. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Geh mal da raus. Er ist Schmuggler. Nein! Klingelt's noch? Ja, okay. Alles gut. 53-Jährige sind meistens Schmuggler. Also das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Er ist halt auch schon wieder so ein mickriger Schmuggler, ne? Der hat doch schon wieder überhaupt nichts, also, dabei. Ich sehe das da und das war's irgendwie. Oh, und dann auch noch Zigaretten nur. Die bringen doch kein Geld. Also besser als Falschgeld tatsächlich. Aber... Da stehe ich hinterm Sitz auch. Ich dachte mal hier. Ist ihm gut? Also ich dachte wirklich immer hier drin. Und nicht da drunten. Naja. Das ist halt echt ein bisschen wenig, oder? Nein! Nein! Alarm! Motor starten. Oh! Oh, ich glaube, es hackt. Oh, der ist noch da gefahren. Ah, ja. Und was er kriegen hat, tue ich. Aber ich versuche ihn zu kriegen. Wo ist denn Licht? Oh, wo ist denn... Kann ich... Oh, ich brauche ein anderes Auto. Ich brauche ein wirklich wendigeres Auto. Ich brauche wirklich den schnellen Flitzer. Ay, caramba. Ab mit dem Kopf. Ja. Ab mit seinem Kopf. Also Peak war mir zweimal lieber, aber Herzkönigin ist auch okay. Also ich
ich fand halt die Herzkönigin bei diesen also normalen Spielen, obwohl die, da sah sie auch immer ein bisschen anders aus, aber die fand ich immer so wunderhübsch. Aber die Pi-Königin halt auch. Mein Telefonanruf läuft ab, ne? Das ist jetzt blöd. Sag mal, was liegt denn hier alles rum? Die Musik passt halt wirklich. Ich bin, oh mein Gott. Ich folge gerade dem gelben Ausrufezeichen. Vollkatastrophe. Ich muss den Weg kriegen. Mein Anruf ist schon weg. Hallo Vex, ja, ne? Das ist mein Lieblingssender. Hier fährt niemand. Warum fährt hier niemand? Aber warte, wenn der Telefonanruf so wichtig ist, warum kann der ablaufen? Warum kann der ablaufen? Ich meine, sprich halt auf die Mailbox. Ich rufe zurück. Sir, warten Sie doch bitte. Ich bin nicht so schnell. Danke, Herr Frau Anonym, fürs Subgift an Vex. An Hackbraten. Entschuldigung. Danke, Herr Frau Anonym. Vielen lieben Dank. Ist sehr lieb. Dankeschön. Ich versuche gerade nicht so viel zu lesen. Sonst kriegt ihr nie. Okay. Wir haben ihn fast. Das Generals verpasst? Oh. Oh. Also nochmal Dankeschön, Herr Frau Anonym. Das war sehr nett. Dankeschön. Oh. Povratku, Greidomne Azad, Etika Gastam, Tengo du. Steigen Sie mal aus. Steigen Sie mal aus. Ich. Sie sind der Schmuggler immer noch, ne? Okay, wir verhaften Sie einfach mal. Ich meine. Ich verhafte ihn einfach. Ich verhafte ihn einfach. Und danach mache ich das Auto. Alles gut. Danach mache ich das Auto. Oh. Schon wieder Leute befragen. Dankeschön, Herr Frau Anonym, fürs Subgift an Sansu. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wenn der Generalissimo anruft, dürfen Verbrecher fliehen. Ja, ich merke, dass das also viel schlimmeres Verbrechen ist als Schmuggel. Aber da war davor nichts. Aha. Der hat viel mehr dabei als davor. Hä? Der hat sein Schmuggel-Game abgesteppt. So. Ich brauche ja eigentlich nur eins von jedem, ne? Damit ich einfach nur gucken kann, ob es jemand kauft. Und wenn es jemand kauft, dann kann ich ja das den Rest holen. Nicht wahr? Schön. Wie lange so lange, bis er Koks schmuggelt. Gute Idee. Ja, gute Idee. Doch. Ist jetzt nicht mehr so leicht, weil ich jetzt den Anruf nicht verpasst habe. So. Hier ist alles. Oh. Hä, war davor das auch? Und ich habe es echt nicht gesehen, aber ich habe... Also ja, ich meine, okay, kann ja mal passieren. So, hier was. Nee, das ist also... So viel hat er beim letzten Mal nicht dabei gehabt. Da bin ich aber ganz sicher. Nein. Nein, okay.
Also, Entschuldigung, so viel hatte der davor nicht dabei. Wirklich nicht. Also... Oh, fehlt. Räum mal auf da. Oh mein Gott, ich habe nur noch 3 Minuten. Mach schneller. Schneller. Ich habe noch einen zweiten Job. 200. Sehr schön. Okay. Entschuldigung, ich... Ja, ja, du mich auch. Los. Los. Schnell. Das Sägewerk ist voll weit weg, kann das sein? Aber Musik muss trotzdem sein. Wo ist denn das Sägewerk? Ach, es geht sogar. Es ist mitten in der Mitte. Boah, Instant-Rahmen. Lass dir schmecken. Keine Ahnung, Herr Braten. Eine Kopfschutzwasser vor. Kalifornien schneien, wow. Aber davor war halt echt viel weniger. Die Menge muss sich verändert haben. So viel kann ich auch nicht übersehen haben. Sagt nichts. Oh mein Gott. Den Baum habe ich nicht übersehen. Ich bin nur mit Absicht reingefahren. So. Ich bin da. Ich bin gleich da. Okay, hier lang geht's. Hallo, Sir. Du siehst irgendwie aus wie der Entführte. Hm. Vor einer Stunde ist dieser Typ hier vorgefahren. Er hat am Wald geparkt und stand lange Zeit da. Er sah aus, als würde er auf jemanden warten. Sobald er aus dem Auto stieg, tauchte plötzlich ein schwarzer Zavett auf und 3 Typen mit Sturmhaube kamen herausgerannt. Ja. Daran bekam eine ordentliche Tracht Prügel, als er bewusstlos war, packten sie ihn in den Kofferraum und fuhren in Richtung Süden davon. Ha! Durchsuche das Auto. Welches? Wo? Das da? Ist es das da? Ach, das Sägewerk hier. Das eine da. Ist es das hier? Ist es das hier? Welches denn? Oh, andere Seite. Fast. Ich meine... Ja, hat im Wald geparkt. Gut, dass es hier nur einen gibt, nicht wahr? Aber... Entschuldigung, wo ist das Auto? Hat jemand ein Auto gesehen? Wer bist du denn? Dimitri? Kotzlov? Hä, ist doch das Auto, oder was? Muss das Auto sein. Hier gibt es kein anderes Auto. Alles gut, ich hab's richtige Auto. Ich bin mir sehr sicher. Ich hab's. Nach Kotzlov. Ich hab den schon gefunden. Ich weiß, wo Kotzlov ist. Hinter dem Ding. Oh, Dimitri, Dimitri. Er hat sich wahrscheinlich wieder etwas eingebrockt. Er arbeitet schon seit einem Jahr hier. Steckt oft seine Nase in Dinge, die ihm nicht gehören. Du findest ihn hinter dem Gebäude. Ich weiß, danke. Dimitri? Ah, hier. Hallo? Das ist dumm gelaufen. Ich dachte, ich würde dort etwas Wertvolles finden. Die Arbeit in einem Sägewerk ist hart und ich habe eine Familie zu ernähren. Ada madre familia, ad traboi. Meno fundro ilio pisutni. Propshaja pochwyć dajewo, etu mamy wsierd. Nimm das Notizbuch und vergiss die Sache. Ich komme der Wahrheit immer näher. Ich muss noch die restlichen Leitungen überprüfen. Sprich mit dem Werkzeughändler, Vlad. Durchsuche das Lager im Gasthaus zum betrunkenen Bär. Befrage die Sägewerksarbeiter, untersuche die Ruinen in der Nähe des Steinbruchs. Okay, 4 Sachen und ich schließe daraus, dass ich die Ruinen untersuchen soll. Na dann. Sind denn die Ruinen? Okay, einfach. Und dann rechts abbiegen. Okay.
Hallo? Ach, ging ja nicht. Moment. So. Ja, das machen wir das einfacher. Muss ich wenigstens nicht wenden. Wieso das immer Zeitlimit hat, verstehe ich aber wirklich nicht. Irgendeinen Grund muss es dafür ja geben. Weil man es sonst ignoriert oder weil man sonst irgendwas anderes macht. Aber dann lass mich halt, also lass mir halt keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit, was anderes zu machen. Hallo, ich will da durch. Jetzt mach doch mal da Platz hier. Oh, die Ziegen. Oh Gott. Kann ich wenden? Nein. Nein, nein, nein. Ich bin kein Mördermann. Ich bin kein Imposter. Ich bin Crewmate. Ganz eindeutig. Wie die immer so ruckartig das Lenkrad umwerfen. Egal, ob Platz ist oder nicht. Gegen Realismus, weil noch ein Open World fehlt. Aber ich finde das jetzt nicht so realistisch. Also 5 Minuten auf einen Anruf zu warten, finde ich unrealistisch, weil kein Mensch würde 5 Minuten halt klingeln lassen, selbst wenn es ginge. Oh. So, da... Der würde halt auf die Mailbox sprechen und dann muss ich ja keine 5 Minuten warten. Bin ich schon da? Bin schon da. Kennst meine Großeltern nicht? Okay. Oh mein Gott, nein! Nicht mein Auto! Bitte nicht explodieren. Ich hab doch immer noch nur meine Popelpistole. Wartet doch mal. Oh, du hast auch nur eine Popelpistole. Das sind mir die Liebsten. Hasta Granada! Warte kurz, ich brauche die Muni. Lade nach. Nicht. Warte mal, ich muss mich verstecken. Kann das explodieren? Nee, das ist schon explodiert, ne? Oh, ich glaube, es ist gerade explodiert mit der Granate. Kann das sein? Das ist eine Blume. Mann, jetzt komm doch mal da vorne raus. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Sag mal, hallo, stirb! Aber. Die bedrängen mich! Hasta Granada! Okay, okay. Jetzt warte doch mal kurz, ich muss looten! Ihr despawnt doch so schnell! Aua! I wanna know if you be my girl. Okay. Hey, baby. Nee. Noch einer. Mann, hier ist so viel Loot los. Und ich hab so wenig Platz. Kann ich hier rein? Komm hier nicht rein. Sag mal. Also. Wie liegst du denn da? Ich zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Moment, ich muss kurz meinen Loot loswerden. Der hatte echt viele Zigaretten dabei. Moment, Moment, Moment. Hallo, da bin ich wieder. Oh, ich hatte, glaube ich, auch noch nicht. Nee, sehr schön. Oh nein, da ist hier die Spawn, meine ich. Hallo. Sag mal. Errungenschaft Scharfschütze 2 mit der Pistole, wollte ich nur mal erwähnt haben, ja? Also.
schießen wollte. Aua, nicht in seine Eier schießen. Was ist denn mit dir? Du bist unhöflich. Sehr schön. Was ist das? Gewehrmunition? Scharfschützengewehrmuni. Die finde ich echt fast gar nicht. Schmugglatz. Schmugglatz. KGP-Daten. $100. Sergej, wir haben entdeckt, dass einer von uns ein Doppelagent ist. Seinetwegen wurde Ivan gestern ins Arbeitslager geschickt. Bleib wachsam, die Polizei ist uns auf den Fersen. Boris Oberankow! Habt ihr noch mehr Geld? Also hier rumliegen. Geh ins Arbeitslager. Aber... Okay. Dann gehe ich halt. Gehe ich halt ins Arbeitslager. Hübsche Kahlköpfigkeit. Ja. So. Ich sehe nicht so viel gerade. Und alle hopp weiter zum Arbeitslager. Hätte ich ja mal Gefangene mitnehmen können, ne? Die anderen Schlangen, da ist eine Schlange drauf. Stimmt eigentlich, gute Idee. Da ist bestimmt ganz viel versteckt. So, ab ins Arbeitslager. So. Hallo Freunde, ich hab, muss befragen. So. Was haben sie denn erzählt? Zu erzählen. Du meinst sicher Ivan, der Typ ist erst seit ein paar Stunden hier und hat schon einen anderen Gefangenen verprügelt. Du findest ihn unten bei den anderen. Er ist der Glatzkopf mit dem roten Bart. Ich bezweifle, dass er mit dir reden will. Unten bei den anderen. Ich glaube, hier drüben sind die, oder? Entschuldigung, wo sind denn die Strafverbrecher? Strafverbrecher, wo seid ihr? Du hast Haare, du bist es nicht. Hm. Du bist es. Ivan. Mit W? Haben die ihn nicht mit V geschrieben? Naja, gut. Kommst du an Zigaretten, hallo? Du Polizeiabschaum, denkst du? Ich sage etwas zu dir, ich würde lieber sterben. Bring ihn zum Reden. Mać turwa duras. Kalać meno. Obar, obarat mareliska maja. Padrodniki. Schon gut, lass mich in Ruhe. Die Jungs haben ihn wahrscheinlich schon vor langer Zeit auf den Friedhof gebracht. Okay. Also. Ich meine, wer so unfreundlich ist, der muss da halt mal, also, ne? Bisschen Knigge um die Ohren gehauen bekommen. Definitiv verdient also. Wenn ich auch immer wenden soll, gescheit mit dem Auto. Es geht schon. Das Auto muss heute echt lange durchhalten. Weil, also nicht heute, sondern also bei der Mission. Es explodiert doch bald. Oh mein Gott, so eine lange Strecke. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay. Und schon fühlt sich das Auto viel schneller an. Außer Bahn, Kartoffelschmarrn. Ja, ja, macht alles kaputt, ist mir egal. Bin ja kein Streifenpolizist. Auch wenn ich so behandelt werde, teilweise. So. Hallo, aus der Bahn bitte. Warte. Ja, ist egal. Ich kann auch hier lang fahren. Vorne rechts.
Oh Gott. Wo bin ich denn hängen geblieben? Naja, an einem Grashalm bestimmt. Oh, wartet mal kurz. Was ist mit der Musik los? Vlad? Sorry. Obwohl, ich will das Gewehr. So. Erstes Gewehr, damit ich noch eine Möglichkeit habe, was Besseres zu kriegen, wisst ihr? Ja. Was auch immer mit der Musik los war. So, kurzer Zwischenstopp. Das ist quasi gewährt. Wow. Wow. Entschuldigung. Selbst schuld. Hätte er sich ein besseres Auto kaufen sollen. So. Ich park mal lieber hier so. Nicht, dass hier irgendwas passiert, nicht wahr? Ja, seht ihr, die Musik ist schon wieder so. Friedhof. Okay. Eine Belov. Aber, also muss ich jetzt Grabsteine angucken, aber da steht ja nichts drauf. Moment, ich finde gleich Belov. Ja, es ist sehr dunkel hier. Ich habe mal Licht angemacht. Ich hoffe es. Oh, das Blut! Belov! Wer hast du das geschafft? Ich frag für einen Freund. Ja, lass mich doch erstmal looten. Also. Okay, Grigori. Grigori. Ihr habt mich gefunden. Obernarkovs Männer folterten mich hier, aber es gelang mir, ihnen ihre Waffen wegzunehmen. Zusammenarbeit von Obernarkovs mit der blutigen Faust. Mhm. Hilf mir hoch, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Ja, ja, klar helfe ich ihm. Ich bin ein guter Mensch. So langsam ausbluten. Ich rette Menschen. Also, Belov versucht dir die Details deiner Ermittlungen zu erklären, aber du verstehst seine Worte kaum. Die Wunde an seinem Bauch blutet jeden Moment mehr und mehr. Als du das Krankenhaus erreichst, übergibst du ihn voller Hoffnung in die Obhut der Ärzte. 1600 Dollar. Ich gehe nur auf die zahlende Seite. Also, ich gehe auf die Seite, die keine Menschen tötet. Hi! Und die mir mehr bringt. Ich finde es ganz einfach. Ganz einfaches Konzept. Ich muss mal hier, vielleicht so. Obwohl. So. Ja, danke. Izzat Ghul. Izzat Ghul, Izzat Ghul. DF. YG53, sehr schön. Gültig. Juni, warte mal. Schalek. Hallo, ja, ja. Republik Kagastam und fehlende Stoßstange. Nee, du kommst aus irgendwas anderem. Kack. Kack 6392 RD. Na gut, dein Auto ist dreckig. Fehlt da eine Stoßstange? Da fehlt eine Stoßstange aber, oder? Komm, bei dem fehlt eine Stoßstange. Was hast du? Azza 5. Azza V. Keine Ahnung. Ja, der hat auf jeden Fall eigentlich eine Stoßstange. Wartet, aber fehlt eine Stoßstange? Oh nein. Oh nein. Bist du schon wieder ein Schmuggler? Nein, bist du nicht, oder? Tu mir das doch nicht an.
Du bist doch nicht schon wieder ein Schmuggler. Akronur masch meno tschas. Es war schon keine Zeit. Du bist kein Schmuggler, oder? Du kannst es mir jetzt sagen, wenn es so, also wenn es nicht so ist. Dann höre ich auf. Mein Hund schnarcht. Sehr stark schnarcht er. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, keine Ahnung, was das so lang dauert. Aber du hast eine Stoßstange weg. Das heißt, du kannst Schmuggler sein. Ich schlafe immer noch auf dem Flur, ja. Schlaf gut, Spuddel, träum was Schönes. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich wusste es doch. Einreisebestimmung? Oh. 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 Ich hab nicht auf die Haushaltsgeräte geachtet. Wie viel es waren? Upsi. Sag ich doch, wusste ich doch! Auf den Schock erstmal schlafen. Mein Auto. Tägliche Kosten. Ja, das passt schon. Ja, es waren ja 3 Haushalts... Ja, egal. War gut Geld gesammelt. Ja, ich habe sogar eine AK schon. Also. Reparier mal mein Auto, bitte. Danke. Was wir, glaube ich, mal machen. Wie viele hast du schon gekillt? Genug. Also mit der AK tatsächlich gar keinen. Aber hey, ich würde mal das da vielleicht. Ich würde es gern mal probieren, das zu kaufen. Oh, und das Upgraden, ja! Ja! Jetzt kann ich jeden verfolgen, der kommt. 1974. Nee, besseren Lauf nicht. Ich habe nur mit der AK noch keinen getötet. Aktuelles Fahrzeug ausräumen? Ach so, ja, da war ja was. Blöd, ne? Warte, dann muss ich kurz da mal sauber machen. Am Polizei-Ferrari. Ich hätte gern Polizei-Porsche. Ich will so eine... typischen, also ich kenne nur diese alten Männer-Porsche, so einen will ich haben. Da fühle ich mich dann, als wäre ich ein guter Regierungstypi. Typi-Schmüpi. 4. Warum ist denn hier ein Einzelnes? Das passt doch hier drauf.
das mal mitnehmen? Nee, das, warte mal, das bleibt. Obwohl, nein, die Gewehrmunition brauche ich ja jetzt. Jetzt ist die ja wichtig. Ach nee, so passt schon. Unaufgeräumt, aber hey, wen juckt's? Burt Reynolds Karre. Was ist das? Sind es diese eckigen, die wir vorhin hatten? Hat Burt Reynolds so eine sowas gefahren? So? Ja, die eckigen. Ja. Ja. Da haben wir, also wir haben vorhin ganz viele Autos geguckt. Ganz viele Autos haben wir geguckt. Okay, jetzt ist die Schmuggelware blöd, weil es passt nicht mehr. Die Pistole brauche ich ja eh nie. Mann, ich muss sie... Kann die nicht mitziehen? Warum nicht? So. Schmuggelware. Okay. Wir brauchen bald mal eine Shotgun. Ich habe so viel Muni dafür. Danke. Wirklich viel Muni für die. Oh mein Gott. Dann machen wir das einfach so. Und so. I don't know. Das passt schon. Hupsili. War auch geiler. Ich mag rund lieber. Ich finde rund hübscher. Shotgun ist schon Happy Hour. Klar, es ist immer Happy Hour. Auch wenn das Bierbrauen nicht so gut funktioniert hat. Ach, das ist ein Zavet! Dann gehe ich halt arbeiten. Wie gemein einfach. Okay, eine Stoßstange und Republik Kagamistan. Achso, ja. Kommen Sie mal bitte raus. Das ist mir zu großes Auto. Gehen Sie mal raus. Ist er aber dann das Fall? Ja, ich wollte auch nur testen. Es ist wirklich nötig, ich schwöre. Ich schwöre auf Brudi-Auto. Hallo, ja, Ernst Hochkori. Ernst Hochkori. Hochtori. Na, da ist es doch schon. 17 Düngemittel, 3 Gasherde. Ja, gut. Na dann. Ist das denn ein Zagr? Ist das denn einer? Nee, das ist kein Zagr. Das ist ein Illich, oder wie der war. Ah, das ist ein Illich. Ja, seht ihr, ich kenne die Autos schon. Das Auto ist falsch. Ja. 3 Reifen kaputt. 1 Reifen. 1 Reifen. Er hat aber keine Stoßstange, dem fehlt keine. Zwischen dreckiger. Die sind alle dreckig. Absolut. Schlimme Leute. Also ich meine, es ist ja schön, dass das, also selbst wenn das stimmt, du kommst nicht rein, du hast... Warte, aber wenn das Fahrzeug, der Fahrzeugtyp nicht stimmt, darf der dann, also rein? Ich meine, der stimmt ja nicht. Was gibst du mit Luna ein paar Wodka-Unzen, darfst du danach in die Shotgun-Unzen? Yeah. Okay, mach mal zu hier. Scheinwerfer. Scheinwerfer. Spiegel. Hat er keinen Spiegel? Doch, hatte eigentlich. Gut. Eigentlich. Nein, okay, gut. Karosserie. Sieht normal aus. Jetzt 17, 3. Mal zu. 1 und 1. Passt. Ist sogar die richtige Reihenfolge ausnahmsweise. Gut. Wückende. Wückende. 5737. CD. Ja, okay.
9. Mai, ja, ja, ist knapp, aber gut. Kagastan. Ja, das Problem ist, er könnte halt ein Schmuggler sein. Sind Sie ein Schmuggler? Aber wenn der aus Kagastan, dann muss ich ja die Sachen doch untersuchen da drauf. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Ja, okay. Du bist aus Kagastan, was kann ich denn dafür? Mann. Ich versuch's ja, okay? Muss ich einen. Du willst schon nichts haben, ne? Du bist ein Guten. Ich glaube, er ist ein Guten. Aber alles, naja. Maximov! Scholek, hallo? Mach zurück. Ich hab's Bild noch nicht angeguckt. Sir? Sind Sie das auf Ihrem. Naja. Gut. Also. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, würde ich sagen. Also. Tschüss! Ich mache keinen Fehler. Also kann sein, dass noch was gefehlt hat, aber also es war richtig, dich nicht reinzulassen. Nächster, bitte. Stoßstange und Kagastan, genau. Du hast eine Koksstange weg. Eine Koksstange weg, gut. Das ist blöd für dich jetzt, ne? Komm mal raus da. Oh, ey, ist es. Du hast deine Koksstange dabei, ne? Das war nämlich ein Versprecher, der aber. Es war kein freudscher Versprecher, aber es war halt ein Versprecher, der das Richtige gesagt hat. Ich bin mir da ziemlich sicher. Android, na, da haben wir es doch schon. BY00770O6 passt. PTG. PTG. PXG. Also, weißt du. Kannst du denn dafür, dass dir deine Mama gesagt hat, dass er sich rasieren bei dem davor? Ja, also. Also, ich nicht. Also, da muss er sich bei seiner Mutti beschweren. Warte, hast du dieses viereckige Ding? Das ist nicht mal das richtige Auto! Nee. Ich weiß da auch nicht mehr, was ich sagen soll. Gut, Oh nee, das lassen wir. Och! Och! Och, Leute, na, das sehe ich doch schon wieder. May für dich. Nur für dich, ja? Alter, jetzt, also kommen aber viele, also Sitze. Also. Sag mal, hallo? Wie viel hat der denn? Wo ist es hingefallen? Entschuldigung, wo ist mein Schmuggel hin? Wo ist mein Schmuggel hin? Wo ist er denn? Ach, da. Gut, dass ich keine Füße habe. Oh. Sag mal, Junge! Wie viel hast denn du dabei? Ich gehe dann mal kurz zum Lager. Gut, ich brauche eh ein neues Messer. Ausländischen Rambo. Ja, ich glaube auch. Upsi, falsch. Nein! Gib mir das. Also, ich weiß ja nicht.
Ich mach das mal alles frei, gib mir ein neues Messer. Also. Geh mal aus dem Weg da. Verkaufst du eigentlich was? Nee. Also ich traue mich nicht zu fragen, aber haben wir dann alles? Also, haben wir dann alles? Zustand vom Auto. Darum geht's ja gar nicht. Ich meinte seine Sachen. Seine Sachen. Ich glaube aber, Zustand vom Auto ist eh nicht wichtig. Also wenn ich den eh einbuchte, ist glaube ich egal. Teste ich einfach mal. Ich glaube, bei eingebuchtet ist nur noch, ob du alles gefunden hast. Ich sollte mir angewöhnen, die vorher einzusperren, damit sie nicht fliehen können. Ich sollte mir das wirklich angewöhnen. Hier habe ich noch nicht drauf geguckt. Boah, das ist aber cool. Hier will ich drauf sitzen. Mach mal sauber. Langsam wird's cozy da drin. Muss sich ja lohnen. Da. Guck, 8 von 8 gefunden. Also es zählt wirklich nur noch das. Das Auto gehört ja eh dann niemandem mehr. Hallo, kommen Sie doch rein. Jetzt kommt halt nur noch Kagastam. Aber ganz ehrlich, kann halt jeder sein. Wie viele Kagastam? Oh, der voll der Hippie-Bus. Okay. 3880. Hallo! Kagastam. Ich habe gehört, ich an, mich reinzulassen. Also, weißt du, wenn ich... Das ist mir egal, Thaddeus! Thaddeus sah. 602R968N. Thaddeus, ich kann da auch nichts dafür. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Komm mal bitte raus. Oh, was hast du denn? Kaufst keine. Rosco, Dienst im Start. Ja, natürlich. Sich erwischen lassen. Nee, falsch. Also guter Versuch, aber falsch. Er hat den Fehler gemacht, mich nicht zu bezahlen. Das Auto sieht aber gut aus. Scheiben. Die Scheiben kann ich halt eh knicken. Also da sieht man einfach nichts mehr. Es ist halt auch einfach alles. Tägliche Bestimmung. Es tut mir leid. Thaddeus, du bist ein Guter, aber du musst nach Hause. Maximov. Es tut mir leid. Such dir einen neuen Job. Maxim... On Maximov Beziehung. Oh mein Gott. Ich habe ihn gemocht.
Ist ja gut, dann kommt er ja nochmal vorbei. Er versucht bestimmt nochmal. Ja. Lass mich raten, du bist der letzte Schmuggler. Oh ne, da kommt ja noch einer. Sag mal, es ist schon fast dunkel und es kommen noch zwei. Oh Gott. Nur weil ich so große Autos kriege hier heute. Hallo. Danke. Steigen Sie mal aus, ne? Oh, was kaufen Sie? Kaufen Sie Schmuggelwaren? Nee. Minus eins. Bin ich denn bescheuert? Vergiss es. Irgendwie kauft keiner die Schmuggelwaren mehr. Aber, nie madre problema. Jamal, du siehst aus wie auf dem Foto. Sehr gut. Jamal Arschid. Jamal Arschid. 2 Ups. 6K, 6, 2. Naja. Ein Azar V. Ja, es ist ein Azar V. JTC1316. JQC. Och komm, was hast du denn? Also, Mann. Wie viel wiegst du? Geht. Ist in Ordnung. Hm. Was ist, hör du? Wo kommst du her? Nicht Kagastam, sehr gut. So, hier sieht alles sehr gut aus. Spiegel sind dran. Fensterscheiben wahrscheinlich auch. Hier sieht gut aus. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also das, wir haben nur zwei Probleme. Du kommst halt deswegen auch nicht rein. Tut mir sehr leid. Ja. Keine Durchkommen. Es ist generell, also sehr selten, dass da Leute durchkommen. Warum nicht? Weißt du selbst, ne? Jetzt fahr doch mal schneller. Guck mal auf die Uhr. Es ist schon nach 5 Uhr. Du weißt ganz genau, dass wir Beamten nicht so lange arbeiten. Hallihallo. Hakim Ghazali. Oh, perfekt war es sogar. 20. Mai, 27. Mai, 5, Eb, 1, Kraft 0. Sehr schön. Cola hast du einmal dabei, ja? CMF 8468. Oh, verkaufen du es? Okay, guck mal her. Ja, aber du sollst doch... Mann, du sollst doch... Du sollst doch... Schmuggel... Geht das nicht mehr? Habe ich mir es eingebildet, dass Leute kaufen? Sag mal bitte aus. Ich glaube zwar nicht, dass du Dreck am Stecken hast, weil du kommst nicht aus Kagastam. Das mag jetzt rassistisch klingen, aber es hat Sinn. Das ist mir gerade zu flawless. Warum ist hier nicht... Warum... Bist du Schmuggler? Das ist alles zu gut? Ist das denn ein Zagr? Mach mal zu, sonst erkenne ich den ja nicht. Ist das denn ein Zagr? Also den Illich erkenne ich inzwischen. Das sieht aus wie ein Zagr. Okay. Ole einmal. Es passt einfach alles. Das... Muss ich das noch erleben da? Ja, tschüss. Viel Spaß. Also. Was ein Streber. Ja, wirklich. Nicht mal einen platten Reifen oder so. Hm. Was soll ich sagen? Aber warte mal, wie ist das denn mit meiner Beförderung? Kann ich noch befördert werden? Oder bin ich schon perfekt? 102 habe ich schon getötet. Quartier 2, Lager 2, Gefängnis 2. Ich brauche eigentlich... Ach so, meine maximale Gesundheit wird da, also... Ich wollte gerade überlegen, ein neues Gefängnis zu holen.
weil wir ja schon 4 von 5 drin haben. Aber also dann grade ich lieber mal den Schuppen ab. Oh, warte, es gibt noch eins. Ah, oh, wie hübsch. Oh, das ist aber niedlich. Kriege ich sogar eine Bank dazu? Achso, habe ich hier schon. Ich kann schon wieder nicht mehr das wegtun. Bin ich schon wieder verbuggt? Wir können einfach den Steinbruch zu dir verlegen. Wäre nett. Wäre wirklich nett. Bayern? Ist das eine Unterhose? Chat, bitte verurteilt mich nicht für meine bayerische Unterhose, ja? Oh, Blümchen. Also. Okay. Wahrscheinlich muss ich die Schmuggelware weggeben. Und dann die Bildung halt mit dringendes Eingreifen erfordert. Ja, klar. 1600... Kokainhändler. Wäre schockiert, wenn du keine hättest. Gut, verstehe ich. Wäre ich auch. So. Let's go. Ist einfach nicht gefahren. Ich mach mal für mehr Licht, ne? Boah, das war jetzt ein Flitzer hier. Um. Okay, aber es tut auch weh, wenn ich irgendwo dagegen bretter. Naja. Okay, einfach geradeaus. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh mein, oh Gott, ich will den Gabelstapler wieder von vorhin. Oh. Ah! Oh. Oh. Ich kann nicht mehr weg. Ah, jetzt. Oh. Oh, oh mein Gott. Von Magus signiert, natürlich. Natürlich. Oh. Du hast es nicht geschafft, die Gegner zu besiegen. Ich war ja noch nicht mal da. Darf ich noch? Nee. Aber ich hab doch gar... Ich kann doch nichts dafür, wenn da ein Baum im Weg liegt. Ich bin doch sofort los. Warte, wo soll ich denn lang? Ja, geradeaus am besten. Oh mein Gott, der ist echt schnell. Oh mein Gott, der ist wirklich schnell. Aber wenn der so schnell... Wie kann das denn dann... Nee, das ist gemein. Ich bin so traurig jetzt. Ich meine... Gustav, repariere. Repariere. Los. Aber jetzt okay. Muss ich jetzt nochmal schlafen? Ich meine, es ist dunkel. Ich schlafe nochmal. Für nix aufgestanden. Noch clunky Bus mehr. Ja, dafür clunky Auto, das ist einfach so ein bisschen seift. Oh. Wie spät ist es? 1 Uhr. Nein! Wir machen jetzt Schluss. Ich habe viel länger gemacht, als ich wollte.